Schönen guten Tag, mein Name ist Dominik Michel, Geschäftsführer und Inhaber der Firma SFC Solution for Cars in Berlin. Heute möchte ich euch an diesem Ford Transit Custom einmal die Pandora Smart Pro ein wenig näher bringen und vorstellen. Es ist das aktuelle System von Pandora inklusive LTE-Modul, GPS-Ortung, Anrufalarm, kostenfreie Apps gibt es auch noch mit dazu. Also insofern ein sehr, sehr umfangreiches und großes Alarmsystem. Und jeder, der einen Transporter hat, und da muss es ja nicht unbedingt die Ford-Plattform sein, es kann ja genauso gut eine Sprinter-Plattform sein, Crafter von VW oder vielleicht ein Renault, gerade allgemein bei den Transportern, sei es Plattform von Ford oder Renault oder VW, der Sprinter von Mercedes, alle haben ja das gleiche Problem. Die Autos können teilweise aufgemacht werden wie eine Sardinenbüchse. Dazu nehmen die Diebe sich einen ganz normalen Kuhfuß und ein Hebelwerkzeug, hauen das Ding hier oben an die Schiebetür und biegen das Auto wirklich auf, ohne überhaupt eine Tür zu öffnen. Dann klettert man da oben rein und kann das ganze Werkzeug entsprechend aus dem Auto entwenden. Und das ist ja das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Auto, lassen wir jetzt mal hingestellt, das Werkzeug, was ich hinten im Auto drin habe, das ist ja eigentlich das Wertvolle, weil das sich wieder zu beschaffen in kürzer Zeit wird kaum funktionieren. Klar, mein Auto steht dann auch beim Händler, muss teuer repariert werden, entweder in der Karosserieklempnerei oder ich kaufe ein neues Auto, spielt ja eigentlich keine Rolle. Fakt ist eins, ich habe einen Schaden. Und jeder, der solch einen Schaden schon mal hat, weiß eigentlich, wie katastrophal das ist. Und insofern haben wir hier natürlich mit der Pandora Smart Pro V3 ein perfektes Alarmsystem, was unser Auto rundum absichert. Auch von der Bedienung ist die Pandora Smart Pro trivial einfach zu bedienen. Gerade wenn ich so ein Auto meinen Mitarbeiter in der Hand drücke, der eigentlich wirklich nur dafür da ist, um von A nach B zu fahren. Sei es, weil ich in der Gas-Wasser-Branche tätig bin, im Klempnerbereich, als Dachdecker. Es spielt ja keine Rolle, es trifft ja alle Handwerker. Und jetzt wollen wir ja natürlich von einem Mitarbeiter auch nicht zu viel verlangen, dass der 6, 7 Tasten auf einmal drücken muss. Das wäre alles zu kompliziert. Der Mitarbeiter möchte es einfach haben, wir wollen es einfach haben. Und ihr als Fahrzeugbesitzer sowieso. Und wenn ich mein Auto ganz normal über die Fahrzeugfernbedienung verriegele, verriegele ich ja somit mein Auto. Das heißt, ich schließe mein Auto ab. Die Alarmanlage, so wie ihr gerade gehört habt, schaltet automatisch scharf. Und beim Öffnungsvorgang drücke ich auf Öffnen. Die Alarmanlage quittiert es mir mit 2 Chirp-Tönen. Entsprechend wird das auf dem Datenbus ausgelesen und ausgewertet. Und wir haben eine 2-stufige Authentifizierung mit bei. Das heißt, wir haben immer solch einen kleinen Transponder passiv mit einem Autoschlüssel hängen. Und hier ist es so, als dass die Alarmanlage beim Öffnungsvorgang guckt, ist denn dieser Transponder in Reichweite? Wenn ja, ist es ein gewollter Zutritt. Wenn der fehlen sollte, weil der Dieb sich anderweitig Zutritt zum Auto verschafft oder mit einem existierenden dritten Schlüssel, dann lässt sich die Alarmanlage nicht deaktivieren. Und dann entsprechend wird der Alarm getriggert, sei es über die Türkontakte oder hinten über die Ladeflächenkontakte oder über separate Sensorik, die wir nachträglich einbauen. Ihr habt jetzt gerade im Hintergrund auch neuen Chirpen gehört. Das ist die Autoverriegelung, die geschieht vom Fahrzeug selber, wenn man keine Tür öffnet. Wenn ihr euch mit eurem Auto oder eurem Kfz ein wenig auseinandergesetzt habt, werdet ihr wissen, dass euer Auto sowas auch hat. Aber auch hier ist es so, als dass die Alarmanlage natürlich sich wieder mit schärft. Dann haben wir eine, hatte ich eingangs schon erwähnt, ein Anrufalarm. Das bedeutet also, Auto steht nachts beim Mitarbeiter zu Hause vor der Haustür. Jetzt macht sich irgendein finsteres Gemüt, sich am Auto zu schaffen. Jetzt ist da natürlich der Anruf ganz, ganz wichtig, dass der Mitarbeiter, der oben im 5. Stock wohnt, auch mitkriegt, dass euer Auto gerade aufgemacht wird. Und hier können wir 3 verschiedene Telefonnummern einspeichern. Als erstes empfehle ich immer, ist natürlich der Anruf des Mitarbeiters, weil der ist natürlich in der Nähe des Fahrzeugs. Als zweites werdet ihr als Geschäftsführer oder Inhaber der Firma bzw. ja Besitzer an der Stelle vom Auto angerufen, sodass ihr auch davon Kenntnis habt, dass euer Auto gerade aufgebrochen wird. Dritte Nummer wäre noch frei an der Stelle, könnte man jetzt auch noch jemand anderen anrufen lassen, sei es mein Fuhrparkleiter oder wen auch immer. Oder ich trage einen Nachbarn ein, jemand, der Zutritt oder Zugriff, besser gesagt, zum Auto hat, sodass möglichst viele Leute versucht werden zu kontaktieren und möglichst viel Aufmerksamkeit erregt wird. Allein das machen wir schon über die integrierte Motorraumsirene.
die wir auch immer entsprechend akustisch so einbauen, dass wir einen möglichst hohen Schallpegel haben. Pandora selber gibt 120 Dezibel an, das ist schon verdammt laut. Klar, durch Motorraumdämmung, Verbaumöglichkeiten im Auto ist das alles immer ein bisschen leiser. Aber wenn es am Tagesende 110 oder 115 Dezibel sind, die man effektiv messbar darstellen kann, ist das ein super Wert. Um euch auch mal zu zeigen, wie sicher wirklich dieses Alarmsystem ist, würde ich sagen, wir schärfen die Alarmanlage einmal. Jetzt fängt die Alarmanlage an, sich nochmal neu zu justieren. Das bedeutet, unser integrierter Neigungssensor, gerade Felgendiebstahl oder auch Katalysator- und DPF-Diebstahl, zumindest in Berlin und Brandenburg wieder ganz, ganz extrem in Mode geraten, kalibriert sich neu. Auch wenn das Auto schräg steht, weil es auf dem Bürgersteig abgeparkt ist, auch hier wäre das natürlich der neue logische Nullpunkt. So, und jetzt kommt der Dieb an. Wir machen das jetzt natürlich mit dem originalen Schlüsselbad über die Notöffnung. Der Dieb hat höchstwahrscheinlich irgendein Dietrich-System mit an Bord und schließt das Auto manuell auf. Das kann ich natürlich dem Auto nicht verbieten, dass sich es hier über diese Notöffnung auch öffnen lässt. Und wenn wir jetzt die Tür öffnen, haben wir sofort den Alarm. Hier ist es jetzt so, als dass die Motorraumsirene 30 Sekunden Rabatz macht. Ja, und wir kriegen jetzt schon unseren Anruf durch die Alarmanlage. Also ihr seht, auch der Anruf kommt sehr, sehr zeitnah. Natürlich ist es netzseitig bedingt, dass da immer leichte 5, 6 Sekunden Differenz sein kann von dem eigentlichen Alarm am Auto, bis ich meinen Anruf wirklich erhalte. Aber ich denke mal, das ist ein Wert, mit dem man gut durchaus leben kann. Um euch auch mal zu zeigen, wie gut unser Innenraumsensor funktioniert, an der Stelle haben wir mal wieder einen Luftdrucksensor oder Infraschallsensor eingebaut, würde ich sagen, wir gehen mal gemeinsam ans Heck vom Auto. Ich hatte es schon erwähnt, das A und O gerade bei Transportern ist ja das Aufbiegen der Türen wie eine Sardinenbüchse. Und hier haben wir einfach mal die generelle allgemeine Superlösung von dem LD1-Sensor. Das ist ein Infraschallsensor, das heißt, der achtet auf ziehende oder drückende Luft. Um euch den mal gut demonstrieren zu können, sagen wir dem Auto jetzt mal, es soll denken, dass die Tür verriegelt ist. Also sprich, das Fahrzeug glaubt jetzt, dass das Auto abgeschlossen ist. Jetzt schärfen wir unsere Alarmanlage, warten die Kalibrierung ab, bis die Alarmanlage fertig ist. Und wenn wir jetzt einfach nur die Tür aufreißen, das ist ja genau das Gleiche, was der Dieb eigentlich mit seinem Kufen so auch macht, haben wir eine Luftbewegung. Ja, einfach aufgrund dieser Luftbewegung lösen wir den Alarm schon aus und triggern. Und insofern muss ich sagen, diese Sensorik funktioniert einwandfrei und super, gerade bei den Transportern, weil ich habe hinten ein geschlossenes Volumen, also ein Luftvolumen. Und jetzt bringen wir da eine Bewegung rein. Das kann jetzt drückende Luft sein oder ziehende, als wenn eine Tür aufgebogen wird. Ansonsten haben wir natürlich noch die Wegversperre mit bei. Die brauche ich euch, glaube ich, nicht vorführen. Ihr habt es in unseren etlichen anderen Videos bereits mehrfach sehen können. Wenn ihr hier nochmal explizite Fragen zu habt, gerne anrufen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Kontaktiert uns auf den gewohnten Kanälen, gerne auch als Kommentar unterhalb des Videos. Auch hier kriegen wir ab und zu Fragen und auch Anregungen gestellt. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Euer Dominik aus Berlin. Ciao.